Die Region Perg bewegt auch im Bereich Wirtschaft. Neben einer günstigen verkehrstechnischen Anbindung an den Zentralraum Linz, Steyr, Enns und die Region Amstetten bietet die Stadt viele wichtige Leitbetriebe aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Ein attraktives und optimiertes Arbeitsumfeld für Unternehmen bietet das Technologiezentrum Perg. Die Grundidee hinter den Technologiezentren ist eigentlich eine aus den 90er Jahren. Da kommt vom Landesrat Leitl und dann weitergetragen vom Landesrat Vill, hat man eben versucht oder geplant, dezentral Technologiezentren zu errichten, das heißt vor allem in den Bezirkshauptstädten, um zu sichern, dass sozusagen die Intelligenz auch am Land bleibt, dass die Innovation auch irgendwie am Land bleibt und nicht alles in den Ballungszentren sozusagen dann ansiedelt. Und man hat auch natürlich nutzen wollen, dass diese Wege möglichst kurz zum Arbeitsplatz dann gehalten werden. Das heißt, gerade Firmengründer, die einen wesentlichen Teil ihrer Arbeitszeit ja verbringen, natürlich indem sie an neuen Dingen forschen oder sie entwickeln, also dass sie nicht als klassische Pendler zwischen irgendeinem Ballungsraum ständig unterwegs sind. Es gibt aber mittlerweile einige, wie das Technologiezentrum Perg, wo sie in den letzten, in dem Fall bei uns Monate, wo sie örtliche Investoren oder regionale Investoren entschlossen haben, diese Landesbeteiligung zu übernehmen, auch im Sinne des Landes. Also das ist sehr gewollt vom Land, diese Selbstständigkeit. Also das Land hat die Technologiezentren einmal in der Startphase sozusagen gefördert, unterstützt und mitfinanziert. Und jetzt ist natürlich froh, dass es Zentren gibt, die existenzfähig und sind und wirtschaftlich arbeiten können. Und so ist bei uns eben auch vor einigen Monaten im Februar, März eine relativ große Neuorganisation über die Bühne gegangen, nämlich dass diese 59% Landesbeteiligung zur Gänze von der Reiber Perg übernommen worden sind und gleichzeitig mit anderen Investoren sozusagen jetzt diese Finanzierung von einem neuen Bauteil gesichert ist. Die dritte Ausbaustufe wurde mit dem Spatenstich im Juli 2017 gestartet. Knapp 2,6 Millionen Euro werden in den dreigeschossigen Zubau investiert. Das Projekt soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Man sieht jetzt also im Hintergrund schon, die Bauarbeiten haben vor zwei Wochen begonnen für den dritten Bauteil. Das ist ein Bauteil mit ca. 1100 Quadratmeter Büroflächen, wird direkt an den Bauteil 2 sozusagen angeschlossen mit einem Durchgang. Und in diesem Bereich Grammelsbergstraßen fahren wird es einen zweiten oder einen weiteren Eingang geben, von dem man auf der rechten Seite dann in diesen Ausstellungsraum, in diesen Test- und Entwicklungsraum der Firma CRDS und SLM kommen wird. Und im linken Teil werden es dann Büroräumlichkeiten sein. Somit ist eigentlich das Gebäude jetzt schon, obwohl wir nicht nur mal nur ein Geschoss fertig haben, ist eigentlich schon praktisch zu 100% wieder ausgebucht mit 4 Unternehmen, 2 neuen, die aus Deutschland kommen und 2 bestehenden, die auch jetzt schon im DZ Perg sozusagen seit einigen Jahren da beheimatet sind. Das Nutzungspotenzial geht aber über die Betreuung von Gründungsunternehmen sowie jungen Technologieunternehmen aus Produktions- und Dienstleistungsbereichen hinaus. Das ist der große Veranstaltungsraum mit einem kleinen Küchenbereich und Buffetbereich und dann gibt es im obersten Geschoss oder im oberen Geschoss gibt es dann noch ein Seminarraum, der teilbar ist, ein Multimediaraum, ein Besprechungsraum, der auch den Mietern zur Verfügung steht und die das auch sehr schätzen, dass sie eigentlich die ganze Technik sozusagen nicht selber investieren müssen, sondern auch wirklich schon vor Ort da zur Verfügung haben. Das strategische Ziel des Technologiezentrum Pergs besteht darin, wir wollen Gründer dementsprechend die Umgebung bieten, wir wollen technologieorientierte Unternehmen fördern. Wir wollen eine sehr hochwertige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das gelingt uns gerade an dem Standort sehr gut mit dem Datencenter. Und ja, wir schauen natürlich auch, dass wir neue Betriebe da im Perg ansiedeln. Und das sind in dem Fall der Großteil, der den Bauteil 3 sozusagen jetzt dann mit jener 2018 beziehen soll. Damit werden künftig noch mehr innovative Aktivitäten gebündelt und Synergieeffekte erzeugt, die in die gesamte Wirtschaftsregion ausstrahlen.